Ja, es gibt spannende Neuigkeiten aus der Forschung zur Fibromyalgie. Die Uni Würzburg schreibt wörtlich auf ihrer Webseite, Autoantikörper greifen das Nervensystem an. Und nicht nur das, das Uniklinikum Würzburg spricht sogar von einer Ursache. In einer aktuellen Pressemitteilung heißt es dann nämlich, nicht nur eine Reaktion, sondern die Ursache. Ja, es gibt noch einige weitere interessante Studien und auch bei der Diagnose gibt es neue Erkenntnisse. Und was das alles genau für uns Betroffene bedeutet, das erfahrt ihr jetzt. Fangen wir mit der vielleicht aufregendsten Entdeckung aus Februar 2025 an. Wissenschaftler der Universität Würzburg haben entdeckt, dass etwa 37% der Fibromyalgie-Patienten spezielle Autoantikörper im Blut haben. Und diese Antikörper greifen fälschlicherweise Teile des eigenen Nervensystems an. Und das könnte erklären, warum Betroffene unter chronischen Schmerzen und den ganzen weiteren Symptomen leiden. Bemerkenswert daran ist an dieser Studie, dass in der Kontrollgruppe gesunder Personen keine dieser Autoantikörper gefunden wurden. Keine. Ja, und auch die europäische Studie an Mäusen aus 2021, die zeigte ja schon, dass bestimmte Autoantikörper Symptome verursachen. Damals hatte man Mäusen die Autoantikörper von Fibromyalgie-Patienten injiziert und alle diese Mäuse entwickelten Symptome, die typisch für Fibromyalgie sind. Und Mäuse, die Antikörper von gesunden Menschen erhielten, zeigten keine dieser Symptome. Falls sich diese Mäusestudie interessiert, ich habe damals ein Video dazu gemacht, in dem ich alles genau erkläre. Das ist wirklich sehr spannend. Schau da also gern mal rein. Ja, was bedeutet das jetzt alles für uns? Diese Ergebnisse zusammen deuten darauf hin, dass das Immunsystem bei der Entstehung von Fibromyalgie eine Rolle spielen könnte. Autoantikörper könnten Nervenzellen beeinflussen und so zu den typischen Symptomen führen. Allerdings, das muss man auch sagen, hatten nicht alle Patienten diese Antikörper. Und was bedeutet das? Dafür gibt es mehrere mögliche Erklärungen. Es können zum Beispiel weitere Autoantikörper existieren, die bisher einfach noch nicht gefunden wurden. Oder das Testverfahren erkennt nur eine bestimmte Art von Antikörpern. Das könnte man dann vielleicht mit anderen Methoden auch nochmal nachweisen. Oder es ist ja auch so, nicht jedes Immunsystem reagiert gleich. Es gibt vielleicht auch verschiedene Mechanismen, die zu Fibromyalgie führen. Vielleicht spielen auch andere Immunprozesse eine Rolle, die nicht direkt mit Autoantikörpern zu tun haben. Und möglicherweise gibt es einfach auch noch weitere Ursachen für Fibromyalgie. Und ich denke, das werden künftige Studien dann auch hoffentlich klären. Und sobald es dazu Neuigkeiten gibt, halte ich euch natürlich hier auf dem Laufenden. Ja, vielleicht fragst du dich jetzt, kann man selbst was tun, um die Wirkung dieser Autoantikörper zu beeinflussen? Und genau darauf werde ich später noch eingehen. Aber nun möchte ich erstmal hier weitermachen. Wenn sich nämlich diese Erkenntnisse bestätigen, dann könnten in Zukunft neue Therapien entwickelt werden, die das Immunsystem modulieren, um die Symptome von Fibromyalgie zu lindern. Aber davon sind wir noch Lichtjahre entfernt. Sowas dauert. Ja, mich interessiert jetzt, ich bin echt geflasht. Was denkt ihr über diese neue Richtung? Mich macht das ganz verrückt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Ja, also diese Sache mit den Autoantikörpern ist wirklich spannend, aber interessant sind auch die neuesten Erkenntnisse aus Januar 2025 und zwar zu neuen Diagnosemöglichkeiten bei Fibromyalgie. Dazu jetzt mehr. Ihr kennt das ja. Man geht von Arzt zu Arzt, macht zig Untersuchungen und am Ende bleibt, wenn es gut läuft, eine Ausschlussdiagnose. Aber das könnte sich ändern. Denn ebenfalls in Würzburg haben Forscher herausgefunden, dass es spezielle kleine RNA-Moleküle im Blut und in der Haut gibt, die typisch für Fibromyalgie sind. Und die Analyse hatte eine sehr gute Trefferquote, um zwischen Betroffenen und Gesunden zu unterscheiden. Und besonders interessant, einige dieser Veränderungen hängen direkt mit der Schmerzintensität und sogar mit der Dichte der Nervenfasern in der Haut zusammen. Und das bedeutet, vielleicht wird es also in Zukunft einen Bluttest geben, der zur objektiven Diagnose von Fibromyalgie beitragen könnte. Ich bin vorsichtig mit meinen Formulierungen, ihr merkt das vielleicht schon. Aber wenn das alles eintrifft, das wäre für uns Betroffene ein Riesenschritt. Fibromyalgie als Einbildung oder Bewegungsmangel, das wäre dann endlich vom Tisch. Stattdessen gäbe es dann einen wissenschaftlich belegten Nachweis. Natürlich sind auch hier erstmal noch weitere Studien nötig. Und da reden wir von Jahren, ganz klar.
Aber endlich passiert mal wieder was. Ja, was haltet ihr von diesen neuen Erkenntnissen zur Diagnose? Lasst es mich bitte wissen, schreibt in die Kommentare, lasst uns darüber sprechen. Diese beiden Studien der Universität Würzburg machen mir wirklich Hoffnung und es gibt auch noch weitere interessante Studien, zum Beispiel eine zum Omega-3, auf die ich nun eingehe. Diese Studie stammt aus Oktober 2024 und hat untersucht, welchen Einfluss Omega-3-Fettsäuren auf Fibromyalgie haben. Und die Ergebnisse sind auch spannend. Teilnehmer, die über 8 Wochen hinweg sehr hochdosiertes Omega-3 einnahmen, berichteten von Verbesserungen bei Schmerzen und ihrem allgemeinen Wohlbefinden. Es handelt sich hier aber nur um eine einzelne Studie und da ist natürlich auch noch weitere Forschung nötig. Die Frage, die ich mir nun gestellt habe, ist, ob Omega-3 auch einen Effekt auf Autoantikörper haben könnte. Bisher gibt es dazu keine spezifischen Studien, aber es ist natürlich bekannt, dass Omega-3 entzündungshemmend wirkt und das Immunsystem regulieren kann. Es könnte also eine wertvolle Ergänzung sein, um dem Körper dabei zu helfen, besser mit der Erkrankung umzugehen. Und natürlich ist Omega-3 kein Zaubermittel, das ist klar. Aber die Ergebnisse sprechen ganz klar dafür, dass eine gute Versorgung mit diesen wichtigen Fettsäuren Betroffenen helfen kann. Falls ihr Omega-3 ausprobieren möchtet, dann achtet unbedingt auf eine gute Qualität und zwar mit einem hohen EPA- und DHA-Gehalt. Das ist wirklich wichtig. Ich persönlich nutze die Omega-3-Produkte von Norsan und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Und für alle, die das testen möchten, gibt es mit meinem Link und einem Code auch in der Videobeschreibung 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Ja, und ob du überhaupt einen Omega-3-Mangel hast, das kannst du ganz einfach mit meinem Test inklusive persönlicher Auswertung und individueller Beratung herausfinden. Dabei stelle ich dir in Zusammenarbeit mit dem spezialisierten Labor Omega-Matrix einen zuverlässigen Selbsttest zur Verfügung und das Ergebnis besprechen wir dann in der Beratung und ich zeige dir dann auch, wie du deine Omega-3-Versorgung optimieren kannst. Alle Infos dazu findest du in der Videobeschreibung. Ja, habt ihr schon Erfahrung mit Omega-3 in hochdosierter Form? Also ich meine jetzt nicht die Supermarkt- und Drogerieprodukte. Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ja, neben Omega-3 gibt es noch eine weitere spannende Studie und die kommt aus Marburg. Dabei wird untersucht, ob das Nervensystem durch gezielte Stimulation beeinflusst werden kann, um Symptome von Fibromyalgie zu lindern. Und in früheren Untersuchungen, denn diese Studie läuft schon viele Jahre, in früheren Untersuchungen zeigte die Methode bei bestimmten Patientengruppen eine Erfolgsrate von bis zu 82%. Das ist enorm. Ob sie bei Fibromyalgie auch so gut wirkt, das wird aktuell erforscht. Aber was sind Barorezeptoren, fragst du dich jetzt wahrscheinlich? Das sind Sensoren in unseren Blutgefäßen, die den Blutdruck regulieren. Und sie stehen in direkter Verbindung mit unserem Nervensystem. Und Forscher haben herausgefunden, dass bei Schmerzpatienten diese Regulation gestört sein könnte. Und in der Marburger Studie werden elektrische Impulse an bestimmte Nervenbereiche gegeben, um diese gestörte Regulation wieder in den Griff zu bekommen. Auch dazu gibt es schon ein ausführliches Video von mir. Wenn du also mehr darüber wissen möchtest, dann klick hier. Ja, ich hatte mich vor 2 Jahren für diese Studie angemeldet und habe nun mal nachgefragt, weil die sich gar nicht gemeldet haben. Aber es ist die Situation so, dass es da wegen Personalmangel Verzögerungen gibt und ich stehe weiter auf der Warteliste. Aber ich bleibe natürlich auch dran. Wenn ich was höre, wenn ich was erfahre, dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ja, vielleicht kennt ihr diese Studie auch schon oder vielleicht seid ihr sogar selbst auf der Warteliste. Schreibt doch einfach mal, wenn ihr da was zu sagen könnt. Ja, auch diese Studie gibt mir Hoffnung und es gibt noch ein weiteres Thema, auf das ich eingehen möchte. Es geht um Fibromyalgie bei Männern, denn viele denken ja immer noch, das betrifft nur Frauen, aber eine neue Studie, übrigens auch aus Würzburg, zeigt, Männer haben die Krankheit auch, nur sie äußert sich anders bei ihnen. Während Frauen oft diffuse Schmerzen haben, berichten Männer häufiger von starken Schmerzattacken. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Männer weniger Nervenfasern in der Haut haben und das könnte bedeuten, dass sich die Krankheit bei ihnen einfach anders entwickelt. Doch leider wird Fibromyalgie bei Männern oft übersehen oder nicht ernst genommen. Und wenn ihr also Männer kennt, die betroffen sein könnten, dann teilt am besten dieses Video mit ihnen. Ja, doch egal ob Mann oder Frau, nun nochmal zurück zu der entscheidenden Frage vom Anfang. Kann man selbst Einfluss auf die Autoantikörper nehmen? Und dazu habe ich umfangreich recherchiert und bin auf spannende Erkenntnisse gestoßen. Ich gehe darauf in meinem nächsten Video am kommenden Sonntag ein. Und sobald das online ist, findest du das hier in der Endcard. Falls du es jetzt noch nicht siehst,
dann nutze die Zeit und schau dir die beiden Studien an, die ich hier im Video erwähnt habe. Sie liefern dir wertvolle Einblicke in die Forschung. Sei nächste Woche also dabei, wenn es nochmal um die Autoantikörper geht. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst du das nächste Video nicht. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche.